Und Oh, hier dann mal, oder? das, ja, das andere behalte ich mir noch auf. Das ist ja dein Lieblingsthema dann. Microsoft Ja. hätte gern Das. Bethesda mal ein neues Fallout aus und wirft. Ja gut, das kann besetzt immer machen. Sie versprechen eh immer alles und halten tun sie Also, nichts. den Stand, dass es jetzt eine Fallout-Serie auf Amazon gibt, aber gleichzeitig nicht ein neuer Titel veröffentlicht wird, das muss man erst einmal schaffen. Ist das Bethesda nicht schon immer wurscht gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war Bethesda ja ein bisschen überrascht, dass eine Formula-Serie mit ihrer Spielereihe auserkommt. Vielleicht war ja keiner wirklich involviert in die Entwicklung und Abwicklung und Dreharbeiten und zur Verfügung stellen von Informationen. Aber ehrlich gesagt, Bethesda schaut ja wohl aufs Geschäft, oder? Die wollen ja Geld machen. Bethesda geht es nicht um gute Spiele, denen geht es ums Geld. Ich meine, sie haben gute Spiele gemacht, also das muss man sein lassen, aber sie haben halt dann irgendwann angefangen, definitiv Ja, nach abzubauen. Fallout 3 haben sie angefangen abzubauen. Ja, es ist vor allem das, es wird halt immer bei den Neuen, wird halt immer super viel versprochen und halt nichts gehalten. Ja, es werden jetzt eh schon ein bisschen Rufe laut. Obsidian gehört ja auch zu Microsoft mittlerweile. Obsidian war, Genau. hat ja das Fallout New Vegas gemacht, das in meinen Ja. Augen ja immer noch das Großartigste aus der kompletten Reihe ist. Und jetzt werden ein bisschen die Dings laut, dass Bethesda doch halt da diese Marke an Obsidian abstoßen soll, was ja wurscht wäre, weil es ja eh alles innerhalb der großen Mutter Microsoft bleiben Ja, wird. sicher, sicher, sicher. Weil käme es zu so einer Entscheidung, dass Obsidian sich drum kümmert, dann würdest du sagen, yay, dann kennt es neue Spiele, nämlich kennt es wieder Hammer werden, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Also dann würden die einen Zuschlag kriegen, dauert es halt auch noch 2, 3 Jahre, bis die was bringen. Ja, die Frage ist halt da, bei Fallout, ist das nicht irgendwann Ausgelutscht? einmal ausgelutscht? Weil ich sage, frage mich halt, wie oft willst du da noch was Neues bringen? Naja, das Universum, also die Geschichte ist groß, das Universum ist riesig. Es kommt jetzt demnächst der große Mod Fallout London, also der ja jetzt wieder verschoben worden ist, weil ja Bethesda ihr Next-Gen-Update für Fallout 4 rausgebracht hat. Jetzt haben sie da den Mod Ja. absagen müssen, weil sie nicht gewusst haben, zu welchen Inkompatibilitäten das es führen könnte, nachdem Ja. Bethesda da das Next-Gen-Update rausbringt. Also die Geschichte ist sicher nicht auserzählt. Du kannst das sicher viel mehr machen. Du kannst ein bisschen weniger Action, mehr Rollenspiel, bisschen we mehr Rollenspiel, weniger Action, keine Ahnung. Du kannst das variieren in alle Richtungen. Also solange man nicht so den ganzen Crafting-Scheiß macht wie in Fallout 4, der mir bis zum Ende angekotzt hat und den ich nur einmal gemacht habe, nämlich da, wo man es machen muss, am Anfang einmal, wo man seine Homebase da aufbaut, dann habe ich den Crafting-Modus nie mehr angegriffen. Wenn sie so einen Blödsinn wegschmeißen, dann ist okay. Also du kannst da coole Geschichten erzählen. Ja, du hast alle Möglichkeiten da mit den Charakteren, wobei ich halt sagen muss, Fallout 3, Fallout New Vegas, die haben auch noch einen ziemlich einen coolen, schwarzen und bizarren Humor gehabt. Das ist im Fallout 4. Fallout 4 ist eher ein bisschen so daherkommen wie, naja, wie soll man sagen, ja, wie so ein Neoliberaler ohne Humor. Ja, also stocksteif würde ich sagen. Von dem her, du hast alle Möglichkeiten. Wenn jemand keine Idee hat oder wenn Bethesda keine Idee hat, was für eine coole Geschichte man da rundum als Grundlage hernehmen kann, dann sollen sie mich anrufen. Ich schreibe denen gern was zusammen. Also, du hast da absolut alle Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es Ich kann ausgelutscht da ist. garantieren, sie machen es Ja. nicht, dass sie die anrufen. Genau. Ich sag so, ich weiß nicht, ich bin eher davon, ja, also ich sag so, Bethesda soll es nicht machen, Ben. Na, eh, eh, eh.
würde ich ja hoffen, dass es Obsidian oder sowas macht, weil was eh gerade gut passt, ich spiele jetzt gerade nochmal Outer Worlds. Das ist ja auch von Obsidian und das ist einfach eine Wohltat als Action-Rollenspiel, weil es einfach so abgefahrener Humor ist und so abwechslungsreich, dass ja, dass es einen extremen Spaß macht. Also ich glaube, ich knapp 25 Stunden mittlerweile drauf. In knapp 3 Wochen, das heißt schon was. Das klingt okay, aber ja, also bei Bethesda, das ist ungefähr das Gleiche, wenn Blizzard was ankündigt mittlerweile, Ja, wo ich ich mir finde denke, ja oh mein witzig, Gott. dass Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 angekündigt worden ist, also vor 6 Jahren. Ja, ja, mein Ja. Gott. Mein Gott, du. Es heißt da immer, Diablo 4 wird jetzt super. Diablo 4? Gibt's? Ist es schon raus? Schon lange, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist der neueste Echt? Teil. Ja, Keine Ahnung. ich hab mal Ich nicht habe noch gespielt. Diablo 3 die ganze Sache nicht mehr weiter verfolgt. Das Ja, geht mal so wie das war. mit Matrix. Ach so, ja, gut, das. Na, Diablo, ich meine, bei Blizzard ist generell, ich wüsste nicht, was Blizzard in letzter Zeit rausgebracht hat, was gut war. Diablo 3, glaube ich. Und das, ja, Diablo 3, ja, aber das haben sie ja mit jedem Update und mit jedem Patch haben sie schlimmer gemacht. Ja, aber das erste Diablo 3, also die ursprüngliche Version, was sie rausgebracht haben, das war das letzte gute Spiel von Blizzard. Ja, es war, Entschuldigung, Hearthstone war auch gut, sie haben es aber dann auch mit jedem Patch schlimmer Ja, gemacht. gut. Das ist also Talent, das anscheinend nur mal Blizzard hat heutzutage. Ja, und Microsoft mit den Windows Updates. So. Ja, wo's. So gut, jetzt gehe ich weiter. Jetzt kommen wir zu Clemens Lieblingsthema. Clemens weiß wahrscheinlich, um was es geht. Nein, keine Ahnung. Du hast keine